So, schauen wir mal rein hier in die Olga. Ich tue natürlich ja alles immer wieder feinst säuberlich. Oder beziehungsweise lasse ich mich da immer so ein bisschen inspirieren, ne? Ich suche immer sehr, sehr offen. Sehr, sehr offen. Hey, vom Masterline. Boah, die hat echt extrem viel drinnen, ne? Der ist ja auch cool, aber dafür willst du 20 Euro haben. Lul. Aber steht auch schon eine ganze Zeit lang drinnen, oder? Ja, seit Dezember. Baba, denn was geht? Gute Besserung. Apropos Eigenbelege, wenn ich ein Konvolut kaufe über Kleinanzeigen und ich es als Konvolut 1:1 weiterverkaufe, muss ich da jedes einzelne Stück auflisten und erreicht zum Beispiel PS4-Spiele-Konvolut. Du musst in deiner Prüfung deinen Eigenbeleg zu den Waren zuordnen. Also du kannst zum Beispiel auf dem Eigenbeleg, du nummerierst den ja, das ist Eigenbeleg Nummer 20, schreibst du drauf PlayStation 1-Spiele-Konvolut und dann müsstest du dann in der Excel-Tabelle die ganzen Spiele einmal auflisten. Dass wenn dann jetzt zum Beispiel das Finanzamt nachfragt, jo, pass mal auf, du hast hier Eigenbeleg 20, was ist denn das PlayStation 1 Konvolut? Und dann kannst du dann denen dann halt zum Beispiel aus der Excel-Tabelle sagen, hier, das war zum Beispiel Crash Bandicoot, You Don't Know Check, Battlefield und so weiter. Ja, das ist aber trotzdem auch teuer, ne? Das Zeug hier. Hat schon viel drinnen, ne? In dem Shop. Hat schon echt extrem viel drin. Ich hoffe nur nicht, dass, ja. Was sind das? Rewe-Sticker, 10 Cent. Wir gehen mal in die Verschenken-Anzeige, ist doch glaube ich trotzdem zu viel. Tintenpatronen, Glitzer, Spüle, Unterschränke. Guck mal an, wenn jetzt irgendeine Küche freck geht, scheißegal, kaufst du, tust du dir bei Kleinanzeigen zusammenhorten und eine Wohnung reinpfeffern. Tassen zu verschenken. Wo ist denn das? Boah, hört sich. 6 Kindertassen. Ja, das kann ich mir ja mal auf mein Handy schicken lassen. Kann man mal fragen. Ist auf entspannt. Die Pferdebücher gibt es ja immer noch, ne?
Oh, dieses Capri-Sonne-Monster, das ist auch noch da. Ach, das wollte ich ja eigentlich auch abholen, ne? Scheiße, ich glaube, das war so weit weg. Ey, das ist auch noch da. Das habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ganz kurz Maps. Junge. Weiß ich nicht, halt halbe Stunde eiern wegen 6 Tassen ist halt auch Kacke. Aber ich wende mal Trick 17 an, Kappa. Und wo war das andere mit dem... Warte mal, das andere mit dem Capri-Sonne-Monster, wo war denn das nochmal? Oh, Junge, 1 Stunde. Aber wegen einem Plüschtier, wisst ihr? Scheiße. Scheiße, Mann. Diverses Geschirr. Hui. Das sieht aber auch auf jeden Fall wieder besser aus, ne? Bin ich ehrlich. Auch glaube ich nicht so weit weg. Und da hast du halt eine Masse, ne? Eine gewisse Masse so. Wegen 6 Gläsern fahre ich da jetzt nicht hin, aber schaut mal an, was hier alles abgeht, ey. Bierkrüge gibt es ja auch. Die kann man bestimmt auch nochmal verschenkt bekommen, obwohl Bierkrüge ist auch so eine Sache an sich. Upsala. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hier. Ach ja, das war das eine da. Okay, gut, ich verstehe. Warte mal kurz, Moment. Moment, kurz Moment. So, da waren wir jetzt gerade eben. Das passt, da kann ich ja mal nachfragen, mal nachhören. Wisst ihr, sowas ist echt geil, zum Beispiel für den 48-Stunden-Stream, weil da könnte ich euch einfach dann mitnehmen, wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich es abhole. Oh, ich hab den Chat ignoriert, ne?
Aber im Eigenbeleg reicht die Aussage Konvolut XY. Jo. Bei Palettenlieferungen arbeite ich zum Beispiel nur mit Fotos. Viel ist vom Finanzprüfer abhängig, leider. Wie viel Aufwand dir machen musst. So, sorry, dass ich nur kurz da sein könnte. Schönen Abend, euch leg mich wieder hin. Gute Besserung, Barbadam. Und schön, dass du vorbeigekommen bist. Oder vorbeigeschaut hast. Ich mache mir es so einfach, aber ordentlich wie möglich. Aber alles einzeln aufschreiben ist schon heftig. Zeitintensiv, vor allem wenn du skalierst. Ja, aber so einen Warenbestand, du brauchst ja definitiv eine Tabelle, wo alles drin steht. Weil ich sag mal so, du kannst ja, und du musst es aber auch nur einmal hinterlegen, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Mario Kart, irgendwie, du kaufst jetzt zum Beispiel eine PlayStation 2 Konsole, dann schreibst du es einmal in deine Excel-Tabelle und dann machst du Warenbestand 1 zum Beispiel. Welches Produkt verbindet ihr mit Fassler? Kuscheltiere. Ich arbeite im Gebrauchtwarenmarkt. Wir haben erst letztens bestimmt 10 Kisten voll Bierkrüge entsorgt, weil die sich kaum verkaufen. Oha, Chick, du arbeitest in so einem Gebrauchtwarenmarkt? In welcher Region? In welchem Bundesland? Auch in Bayern? Oder Thüringen? Geil, also sowas feiere ich. Ich habe ja auch schon ein paar Kooperationen mit so Secondhand-Shops, wo ich dann auch immer... Augsburg? Okay, gut, das ist ein bisschen weiter weg, schätze ich. Warte mal, Augsburg ist... Kann man ja gleich gucken, ne? Augsburg. Ah, fuck. Ach, bei München da unten. Scheiße. Das lohnt sich dann, wenn da mit einem Hänger. Oder wenn ich bei Marienkäfer bin, die sind ja aus München. Das habe ich ja schon mal angeteased. Dass ich das sein werde. Da habe ich dann heute auch nochmal so ein bisschen nachgehakt. Also da werde ich definitiv auch dieses Jahr sein. Es ist halt immer nur die Frage, wann, ne? Die Feinabstimmung, das ist immer das Schwierige. Brettspiele. Sorgenfresser, Tassen und Tipptoy-Stifte. Okay. Oder willst du so einen... Oder wisst ihr, so ein fettes Brettspiel-Konvolut wäre auch mal wieder richtig geil. So 1000 Stück oder wenn nicht sogar mehr. Oh, ich hätte so Bock auf mal wieder Brettspiele, ne? So ein richtig fetter Haufen Brettspiele, Freunde. Das würde mir meinen Sonntagmorgen noch mehr versüßen. Okay, gut, da können wir ja jetzt mal auch mal nach Verschenken tauschen. Musik, Filme, Bücher. Oh, darauf hätte ich irgendwie Bock. Nochmal alle Kategorien. Hamsterkäfig, 100 Euro. 100 Euro für einen Hamsterkäfig.
100 Euro für einen sind Hamsterkäfig so teuer? Krass. GZSZ-Autogrammkarten. Tipptoy. Tipptoy-Stifte für einen Fünfer. Sind halt da zu teuer, ne? Oh nein. Oh nein. Oh. Was hast du da gekauft? Ein Teppich. Cool. Ein Wandteppich oder? Ein Teppich. Vielen Dank. Bei der Seite, wo ich dich mal geschimpft habe. Hau rein, Retro Games World. Was, du kennst bestimmt... Was? Zambrano Hassel ist ein guter Kumpel. Er ist auch aus Augsburg. Nö, kenne ich tatsächlich nicht. Wer ist denn Zambrano Hassel? Macht er auch YouTube? Ne, den gibt's nicht. Doch. Ist er das? Ne, sieht nicht so aus. Kenn ich tatsächlich nicht. Spiele Xbox. Nur Abholung. 2 Euro. Das geht voll fit. Forza. Das da hier geht bestimmt fit. Pole Dance Hose. Was geht denn bei dem ab? Also Xbox 360 Spiele für 2 Euro. Hört sich schon mal ganz gut an. Vor allem hier Forza. Forza, die 18er sind halt nicht so geil, ne? Auch nicht so geil. Vielleicht auch noch Need for Speed. Ach, können wir ja trotzdem einfach mal anschreiben. So, auf entspannter Rino. Vielleicht hat er ein bisschen mehr noch, ne? Vielleicht hat er ja noch irgendwas. Irgendwas am Start. Am Schlüssel. Hamsterkäfige kriegst du voll oft nachgeschmissen. Viel zu klein und am Mindestmaß. Warum kauft deine Frau überhaupt ein? Du findest doch alles auf dem Flohmarkt. Stimmt eigentlich, ne? Warum kauft Frau Fassler eigentlich ein? Instagram erfindet immer den überkrassen Shit. Du likest seine Deals ab und deswegen dachte ich, du kennst ihn vielleicht. Ach so. Ja, ich like ziemlich viel immer bei Insta. Ich like tatsächlich immer. Achso, bei Instagram.
kurz gucken. Ach ja. Er folgt mir nicht. Deswegen kenne ich ihn nicht. Nee, ich hab da echt noch nichts von dem geliked, oder? Oder vielleicht mal ganz mal später. Oh, mein Schädel platzt, ey. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen. Kurz Moment. Hi. Könntest du mir eine Pizzi machen? Weil, steht es heute dann noch oder ja nicht so? Oh. Voll Kopfschmerzen. Hier haben wir auch so ein Forza-Bundle, ne? Forza-Bundle. Ist es 2 Euro? Hört sich erstmal ganz gut an. Aber für FIFA halt natürlich nicht so, ne? Aber könnte man auch mal fragen hier. Die Sandra Gerz. Könnte man eigentlich auch mal anschreiben. Ja, also es wäre ganz nice, weil da könnte ich vielleicht auch noch ein Video gucken und dabei mir die Pizza reinpfeffern, weißt du? Ich weiß, das ist ziemlich ungesund, vor allem um die Uhrzeit, aber irgendwie fressert's mich danach. Vielen Dank. Jo. Los. Frau Fassler ist einfach die Beste. Frau Fassler ist einfach die Beste. So, dieses Forza-Bundle ist ganz lustig, oder? Was, ihr wollt, dass ich Feierabend mache? Nein, also wir ziehen schon durch bis 22 Uhr, aber ich habe mir gedacht so, ich habe halt extrem Kohldampf tatsächlich, ich habe heute auch nicht so viel gegessen, deswegen pfeffer ich mir dann gleich jetzt noch eine Pizza rein nebenbei und dann können wir uns nochmal ein Video angucken, ne, so halt wirklich auf entspannt. Was haben wir denn hier, Nintendo Wii Spiele auf Verhandlungsbasis, sind seit heute drinnen, 19 Leute haben sich angeguckt. Können wir eigentlich auch mal anschreiben, aber es ist halt Kleinanzeigen, ich kann euch ehrlich sagen, Kleinanzeigen schwierig, ne, was das Schnäppchen betrifft. Echt sehr, sehr schwierig. Wir können ja mal nachhören. Kommunikation ist der Key, Freunde. Kommunikation. Achso, weil ich Kopfschmerzen habe. Ja, safe. Also das geht wieder weg. Das geht wieder weg. Vor allem spätestens, wenn ich die ganze Flasche hier ausgetrunken habe. Nein, Spaß. Da muss man echt aufpassen. Oh, shit. Schaut mal an, hier die Michelle Knopf. Zufriedenheit, naja. Oh, da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen bei, naja. Nicht, dass das da auch...
warum hat die Naja drinnen? Muss man auch ein bisschen aufpassen auf Scam. Scam! Verschiedene Spiele, Preise, siehe am Spiel. Viel zu teuer, Junge. €123 für 8 Spiele. Oh Lord! Kleinanzeigen hat umkämpft für heiße Ware. Lowballen bringt oft nichts. Ja, stimmt schon. Hast du 3 für 111 von Mediamarkt eigentlich mitgenommen? Jo. Also einen Teil habe ich da davon mitgenommen, ja. Alle zusammen 30 Euronen. 5 Euro je Spiel, ne? Ist jetzt aber, glaube ich, auch keins dabei, wo du wirklich sagen kannst, so, yo, das ist richtig fett. Oder das ist jetzt Avatar, Naruto, weiß ich nicht, Beyblade auch nicht so. Slime ist, glaube ich, für den Arsch. Pflanzen gegen Zombies auch. Sonic könnte noch was sein. Aber dieses Slime hier von Tocke ist, glaube ich, für einen Mülleimer. Arschritze, so wie Monte sagen würde. Oh, sowas hier finde ich auch mal schick. So ein Kännchen von, mit Jim Beam drauf und so. Sehr schön. Aber ich bin echt wieder. Ich bin wirklich froh, wenn es bald wieder mit Flohmarkt, also Märkten, also richtig gut anfängt. Ich hoffe ja natürlich auf den Mai. Mai sage ich schon, auf den März. Ne? Oder jetzt vielleicht auch im Februar. Ich hoffe ja nächste Woche. Ich hoffe ja auf nächste Woche, Freunde. Aber wie gesagt, ich kann das leider nicht beeinflussen. Haben wir hier verschiedene Games. Resident Evil ist ganz geil. SingStar ist eigentlich auch ganz lustig. Aber da haben wir auch wieder Königssee. Wo ist denn das, Junge? Nerzmandel hat gerade mit 6 Zuschauern geratet. Oha, Nerzmandel, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Mit 6 Leuten, Ehre geht auf jeden Fall raus, hat man hier alle Ehre in den Chat.
Herzlich willkommen zum chilligen Stream. Wir gucken gerade eben bei Kleinanzeigen, ob wir da vielleicht irgendwelche Schnäppchen machen können, die wir dann entweder in unsere Sammlung integrieren oder aber auch teurer weiterverkaufen, ne? Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Stream. Dankeschön für den Raid, ne? Ehre, 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 Ehre. Auch gerne mal einen Shoutout geben an Nerzmandel. Ach ja, Nerzmandel ist zum Beispiel mit dabei beim Mario Kart Turnier, ne? Am 25.02. machen wir ja so einen Streamer Mario Kart Turnier. Wird auf jeden Fall lustig werden. Ehre, Ehre, Ehre. Dankeschön auch für den Shoutout, Chris Selling. Ja, wir gucken immer so ein bisschen, also die, mein Chat hat jetzt sozusagen ein bisschen, also abgestimmt, was wir halt machen, und dann hieß es bei Kleinanzeigen so ein bisschen nach Schnäppchen suchen, aber Kleinanzeigen ist halt einfach auch echt schwer geworden, ne? Echt extrem schwer geworden, da irgendwelche Schnäppchen zu machen, vor allem auch bei Videospielen. Die habe ich auch noch hier. Link's Awakening Limited Edition von Nintendo. Die habe ich auch damals eingekauft. Die habe ich auch noch on stock. Oh, so schwierig, ne? Vor allem bei Videospielen. Ich guck mal wieder hier. Mach mal wieder offen. Ui, was war das? LLA97 hat gerade Abo gegönnt. Oha. LLA97 folgt jetzt. Oha. Nulua, vielen, vielen Dank für dein Abo. Ehre geht auf jeden Fall raus. Und auch Dankeschön für dein Follow. Da kam das Abo schneller als das Follow. Vielen, vielen Dank. Ehre geht echt raus. Dankeschön. Dankeschön für den Support. Ihr wisst ja, ne, derzeit haben wir ja so ein bisschen. Ich habe tatsächlich derzeit mein. Max B00 an Like hat Nerzmandel ein Abo der Stufe 1 gegönnt. Oha, Max!